Das Maschinenbaustudium ist sehr mathelastig. Am Anfang des Studiums hatte man sehr zu kämpfen. In 2 Stunden kommt der Professor und möchte das abnehmen. Deswegen ist es gerade ein bisschen stressig. Das Problem ist immer, dass das dann natürlich über eine sehr lange Leitung geht jetzt hier. Ich bin der Thomas. Ich studiere im 7. Semester Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Köln. Im Moment arbeite ich beim Forschungsprojekt mit, das Progressus-Projekt. Dort entwerfe und baue ich Ladestationen für das Netz der Zukunft. Das sind die Wechselrichter. Ja, die wechseln quasi den Strom von Wechsel zu Gleichstrom. Und die sind dafür da, dass die eingespeiste Energie umgewandelt werden kann im Endeffekt. Mit Konstruieren, Materialien auswählen, wie was sein soll, was man braucht. Geht das Projekt über 1 Semester. Das muss jeder Maschinenbauer einmal mindestens gemacht haben. Und es macht relativ viel Spaß. Im Moment ist das sehr, sehr schwierig, vor allem mit den elektronischen Komponenten. Teilweise haben wir fast Monate auf einzelne Komponenten gewartet. Für die mechanischen Komponente haben wir hier in der Hochschule externe Werkstätten, die das quasi für uns da machen. In 2 Stunden kommt der Professor und möchte das abnehmen und dann müsste fertig sein. Deswegen Gas geben, keine Zeit verlieren. Den Maschinenbau findet man im Alltag überall wieder. In der Stadt, bei den Rolltreppen zum Beispiel, in der Konstruktion, beim Fahrrad die Bremse und der Antrieb. Auch auf der Baustelle die Kräne. Das Fachwerk muss dafür vorher berechnet werden. Genauso auch beim E-Scooter die Federung plus der Rahmen. Nach meiner Realschule habe ich die Ausbildung zum Mechatroniker gemacht und dort habe ich halt gemerkt, dass ich technisch auf jeden Fall begabter bin als in sämtlichen anderen Richtungen. Und irgendwann kam der Moment, wo ich gedacht habe, warum soll ich es nicht mal mit dem Studium Maschinenbau ausprobieren? Also das Maschinenbaustudium ist eine echt große Herausforderung, da es sehr mathelastig und mechanischlastig und physiklastig ist. Viele Leute kommen damit nicht unbedingt klar. In den ersten Semestern brechen viele das Studium auch ab, aber es ist alles auf jeden Fall machbar. Durch meine Ausbildung zum Mechatroniker habe ich schon einiges an Vorkenntnissen in Elektrotechnik, Informatik und auch in technischen Sachen wie Produktgestaltung, Fertigung, was am Anfang des Studiums sehr geholfen hat, da viel Grundverständnis vorausgesetzt worden ist. Schrauben, Flexen, Schweißen gehört halt alles dazu. Es kann ganz gut sein, dass der Professor nachher kommt und sagt, die Platte gefällt ihm nicht, der Stromkreis ist falsch und dann muss alles quasi von vorne gemacht werden oder komplett verändert werden, neu konstruiert werden. Ich denke schon, dass wir es schaffen werden. Es sind nicht mehr so viele Schritte. Kurz die Sachen anklemmen noch und dann können wir das Ding eigentlich schon oben drauf heben. Und dann langsam Batterien rein, dann ist es fertig theoretisch. Ich kann euch nur raten, in Vorlesungen zu gehen, da man dort vieles mitbekommt, was man, wenn man die Folien selber lernt, quasi gar nicht mit aufnimmt. Viele Professoren geben dort Teile für die Klausuren bekannt, wenn diese Frage oder ähnliche Fragen kommen, dass man schon Vorteile für die Klausur hat. In der Vorlesung in Maschinenelemente, dem Thema Federn diesmal, ist ein sehr trockenes Thema, aber auch interessant. Und bezogen auf H0, auf diese theoretische Federweghöhe, damit kriegen wir eine relative Länge, sodass wir immer sagen können, ne, wir haben unten die Skalierung von 0 bis 1. Und da wir, wie gesagt, nicht die Federweghöhe H0 erreichen können, dürfen, wollen, bis 75%. Nach 3 Stunden Vorlesung ist irgendwann auch der Kopf voll und man nimmt nichts mehr auf. Teilweise auch schon ein bisschen eher, deswegen ist es auch sehr anstrengend, diese Vorlesungen zu besuchen. Aber der Professor verkauft das so gut, dass es auch teilweise wieder Spaß machen kann und auch witzig ist. Und man lernt dort halt
viel mehr Sachen, als wenn man das alles alleine machen würde. Im Moment habe ich eine Sprechstunde für meinen Tutorenjob. Da bieten wir jeden Tag eine Stunde von 13 bis 14 Uhr Sprechstunde an und helfen den Studierenden, meist Erstsemester und Drittsemester in dem Modul, bei allen Fragen. Dürfen wir unsere Gliederung für den Bericht noch abgeben oder ist das jetzt schon zu spät? Nee, die könnt ihr auf jeden Fall noch abgeben. Also die Berichtabgabe ist ja am 4. Februar. Die müssen am Ende des Semesters einen Bericht abgeben und da vereinbaren wir Termine mit denen, wo die Gliederungen besprochen werden, ob das Thema gut ist, wie präzise die Fragestellung ist. Der Tutorenjob macht sonst halt auch sehr viel Spaß, da man mit den Erstsemestern zusammenarbeiten kann, die halt, wie ich früher im ersten Semester, sehr, sehr planlos hier rumgelaufen sind und gar keine Ahnung haben, wie sie ja an der Hochschule klarkommen. Am Anfang des Studiums hatte man sehr zu kämpfen. Da kam ab und zu der eine oder andere Gedanke, das Studium hinzuschmeißen. Da bin ich echt froh mittlerweile, dass man pro Klausur, die man mehr bestanden hat, immer selbstsicherer wird. Jede der 6 Ladesäulen simuliert die Energiebereitstellung eines Haushalts, bei dem unter anderem auch Elektroautos geladen werden. In diesem Fall haben wir nur 6, aber nachher soll das dann auf die breite Masse gefächert werden und dann geguckt, wo Energie gespart werden kann, wie der Strom verschoben werden kann, um in Zukunft mehr erneuerbare Energie einsetzen zu können. Jeder einzelne Batteriestand soll nachher quasi angezeigt werden. Das ist relativ kurzfristig dazugekommen, aber der Professor möchte das gerne so und deswegen ist es gerade ein bisschen stressig. Man hat da sehr viel Zeit rein investiert und möchte auf jeden Fall mit dem Besten davonkommen, auch ja, schnittmäßig. Und das macht ja auch Spaß. Und ich finde halt, sobald das Spaß macht, will man auch eine gute Note am Ende erhalten. Wir sind sofort fertig, Herr Waffenschnitt. Ja. Ist hier eine Dings drin, eine Sicherung, Konstantin? Ja. So, Hilfsspannung ist angeklemmt. Man sieht die ersten Sachen, dass jetzt zum Beispiel keine Spannung drauf ist. Ja, guten Tag, Herr Waffenschmidt. Ja, hallo. Ja, wir haben jetzt alles angeklemmt, zusammengebaut. Ja. Mhm. Würden gerne, dass Sie es abnehmen. Ob ja. Wie es aussieht, wie es Ihnen gefällt. Wir haben das auch schon angeschlossen, wie ich sehe. Ne? Wir schalten jetzt einmal hier die Wegwischer zumindest ein, ob da soweit alles in Ordnung ist. Hier eine Erdung hier unten hin, hier von dem Gehäuse, brauchen wir dann eben auch noch eine vernünftige. Ja, genau, ne? Das kommt dann noch. Ne? Das ist der nächste Schritt dann. Haben Sie da jetzt schon dran gedacht, dass Sie hier auch die Farbe ordentlich wegkratzen vorm Festmachen dann? Das Problem ist immer, dass das dann natürlich über eine sehr lange Leitung geht jetzt hier. Ne? Ich weiß nicht, wo das jetzt hier dann endlich dann mit dem Gehäuse dann verbunden ist. Mhm. Und auf die Weise über diese lange Leitung dann unter Umständen doch ein kleiner Potenzialunterschied auftreten kann, vor allem für hohe Frequenzen, die den Ärger machen dann. Also das scheint soweit okay zu sein, zumindest richtig angeschlossen. Ja gut, das sieht ja ganz brauchbar aus schon. Ja, wirklich. Finde ich schön ordentlich gebaut, das Ganze. Ne? Da kriegen wir jetzt noch einen Bericht zu, richtig? Genau, wir schreiben eine Dokumentation. Ja. Und die wollen wir in dieses Jahr auf jeden Fall noch aushändigen. Ich bin sehr zufrieden mit der Abnahme jetzt von dem Rack quasi, weil der Professor hat alles abgesegnet und wir können das so lassen. Es ist fertig, wir müssen da nichts mehr großartig ändern, ein paar Kleinigkeiten noch. Zwar ist Maschinenbau ein sehr komplexes Studium mit vielen Herausforderungen, jedoch macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Wie sieht es bei euch aus? Hättet ihr auch Bock, Maschinenbau zu studieren? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. In Zukunft möchte ich gerne mit meinem abgeschlossenen Studium irgendwo in der Industrie arbeiten und eine verantwortliche Rolle übernehmen, um
das Unternehmen gegebenenfalls zum Erfolg zu bringen. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Falls ihr noch wissen möchtet, was ein Maschinenbauingenieur verdient, klickt hier oben. Falls ihr noch weitere Videos von Alpha Uni sehen wollt, klickt hier. Viel Spaß dabei.